So, aber wenn wir jetzt davon reden, dass jeder ein Grundeinkommen und jeder eine Grundsicherung bekommt, dann ist es ja wirklich viel Geld, zum Beispiel, was wieder an die Leute zurückfließt oder wofür das Steuerhaushalt sich kümmern muss. Das ist ja auch ein Riesenprojekt an sich, was ja noch nicht mal angestoßen ist. Was denkst du, warum halten das so viele Leute auch noch für eine Utopie? Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und auch sehr davon geprägt sind und den Wert eines Menschen eigentlich an seiner Leistung messen und uns deswegen ein Stück weit die Vorstellungskraft fehlt, mit dem Hintergedanken, wo dann geht ja keiner mehr arbeiten. Also sind diese zwei Komponenten, die uns dazu im Kopf dann einfach veranlassen, ein großes Fragezeichen dahinter zu machen. Und es sind viele Menschen, die, obwohl sie mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden sind, nehmen sie ja auch alles oder ganz vieles in Kauf, um die Arbeit nicht zu verlieren. Und somit beugen sie sich eigentlich dem Diktat der Not. Und wenn man sich in so einer Situation befindet, dann ist es natürlich auch schwierig, anders zu denken, weil man gefangen ist in diesen vorherrschenden Strukturen. Ja, klar. Und dann braucht es halt die Vorstellungskraft, zu glauben, dass der Mensch an sich tätig sein will. Ja, also, und da reicht es halt bei vielen noch nicht aus. Quasi so, ich denke, okay, ich würde arbeiten gehen, aber ich traue dem anderen, der jetzt davon dann vorbeiläuft, nicht zu, dass der dann arbeiten gehen würde. Genau, das ist bei den Umfragen auch immer rausgekommen, Ah, okay. ja, dass man immer von sich selber denkt, ich gehe arbeiten und die anderen bleiben alle dann zu Hause auf dem Sofa oder in der Hängematte. Nur wenn man das jetzt mal genau anguckt, dann sagt ja jeder von sich, ich würde arbeiten gehen. Also würden Stimmt, ja. eigentlich alle arbeiten gehen. Und dann gibt es auch noch die Angst, dass dann alles teurer wird. Wobei wir dem aber auch was entgegensetzen, weil wir das BGE an der Pfändungsgrenze, also an dem Pfändungsfreibetrag festmachen. Und sollte jetzt wirklich alles teurer werden, würde ja auch dieser Betrag sich erhöhen und somit reguliert sich Okay. das in sich selber,